nächste Folge sollte in verschiedenen Matches heißen. Zwei Matches müssen wir sowieso machen, und in jedem Match eine Falle platzieren und wieder ein Lagerfeuer machen. So, das wollen sie machen, die spannenden, spannenden Gruppenteile. Weil dann braucht man sich nicht aufregen und nix. Und ihr seht, wir haben jetzt schon 77 Abonnenten, also 94 Abonnenten für die nächste PaySafe-Zahl fehlt nicht mehr viel. Also wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus und somit hast du nämlich gleichzeitig auch die Chance, den 10 Euro PaySafe-Code zu knacken, der unten steht. Wenn du wissen willst, was es genau damit auf sich hat, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist ein Link drin von einem Video von mir, wo ich das nochmal genau erkläre. Und die anderen wissen natürlich eh schon Bescheid. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, jetzt die Zeit zum Liken, Kommentieren. Wenn kein Abonnent ist, dann hau jetzt dein Abo aus. Ihr wisst ja, geben und nehmen. So, dann zeige ich das euch hier mal ganz schnell. Ich habe es gerade nochmal versucht in Solo. Aber da habe ich keine einzige Falle gefunden, kein Lagerfeuer gefunden. Deshalb gehe ich jetzt doch nochmal in die Gruppenteile rein. Vom Loot her ist ganz reichlich vorhanden. Denke ich mal, geht auch nicht jeder hin aus meiner Gruppe. Wir treiben uns schön auf, das ist gut. Welche Einwohner? Ach, da geht's ja schon. Ist eine Falle direkt gefunden. Netzfarben. Die kannst du so setzen. Zack, gesetzt. Das war's eigentlich schon. Jetzt kannst du eigentlich aus der Runde rausgehen. In die nächste Runde. Und dann ist die Aufgabe nach drei Runden auch schon geschafft. So, wir gucken aber trotzdem mal weiter. Die Runde spielen wir ganz entspannt zu Ende. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach keine Kommentare. Ich denke mal, bei der Aufgabe werden kaum Fragen aufkommen. Ist ja eigentlich alles simpel erklärt. Einfach nur zwei Fallen setzen. Die Fallen müssen keine Heilung produzieren oder Schaden. Einfach nur platziert werden. Jetzt noch eine MP und ich bin glücklich. Gehen wir ins Haus. Ich baue mich extra noch nicht hoch. Ja, wir gehen jetzt auch mal direkt mit. Oh, da kam schon ein Abonnent dazu. Also sind schon 112 Abonnenten. Ich hätte halt auch nie gedacht, dass wir so schnell wachsen. Aus dem Hall. Da würde ich jetzt schon seit 8 Stunden aufnehmen. Also wie ihr seht, ich gebe halt wirklich Gas für euch. Ich versuche euch halt auch jede Aufgabe zu zeigen. Oder auch aktuelle News, da gebe ich eigentlich nicht so viel drauf. Weil ihr das sieht, das geht eh wieder mit dem Spiel. Videos will ich dann auch nicht hochladen, weil sonst wird es echt zu heftig. Ich meine, ich bin jetzt seit knapp über einem Monat auf YouTube und habe meine fast 200 Videos. Und im Prinzip sind alles nur Videos, die euch helfen. Und ich empfehle immer noch, kauft euch, rettet die Welt. Kein Treff-Link oder sonst was, sondern kauft es euch einfach. Ihr werdet so viel Spaß haben. Ihr wisst am Ende gar nicht, was ihr werdet. So, eigentlich kann ich jetzt mal schön voll einkaufen. Weil loot-technisch würde ich fast behaupten, ob ich alles. Ist hier noch eine Kiste? Jetzt.
Schirm, weil es mal weg. Gedanke quasi dreimal schnell rein, eine Falle platzieren und wieder raus. Aber ich spiele eigentlich hier drin schon gern zu Ende. Die EP kann man sich easy mitholen. Ein bisschen spielen schadet ja auch nicht. So, dann sind wir dann doch in der Zone. Gucken, wenn die ersten Gegner kommen. Und mit der Codierung, mit dem Geruckel, ich muss da echt mal reingucken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also an der Leistung vom PC liegt es nicht, aber halt Aufnahme, die Aufnahme muss gespeichert werden. Dann geht natürlich doch ein bisschen Rechenpower verloren. Fortnite läuft auch über den PC auf episch. Ich glaube, hier ist ein Gegner. Oder so hinkriegt. Komm schon. Zu uns. War der noch verstecken oder was? Sind noch 12 Leute da. Wo ballert der hin? So lange habe ich noch nicht gehabt, dass ich hier keinen Gegner sehe. Außer den einen da. Bin ich hier einmal im Kreis gegangen. Kann auch sein. Und gleich wird von hinten weggesniped. Pass auf, was ich sag. Vor allem, wie können die mehr Kills machen als wir? Wir sind doch in der Unterzahl. Im Prinzip ist es für uns doch einfacher, Kills zu machen.
die Schüsse denn? Man kann einfach durch. Gegnerischen Fuß, also Laufgeräusche, lauter sind als die von den Teammates. Man hört wirklich deutlich Gegner. Schon komisch. Wichtigste ist schon mal, ihr wisst halt, wie ihr euch verlieren könnt. Einfach drei Runden spielen. Hier rumlaufen ist aber auch ein Problem. Und da wieder Lex. Mann. Nein.
So, wie gesagt, jede Runde.